So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich könnte schon wieder kotzen, denn die Nachricht kam auf, dass der Abra Community Day verschoben wird, beziehungsweise nicht stattfindet, aber wahrscheinlich nachgeholt wird und es ist so, nur wegen diesem dreckigen Coronavirus, wo die Medien einfach die ganze Welt verrückt machen, mein Gott, im Endeffekt, es steckt sich eh jeder an. Ihr könnt das irgendwie trotzdem nicht verhindern, aber selbst wenn ihr angesteckt seid, heißt das noch nicht, dass ihr direkt tot umfallt. Spätestens im Sommer ist das wieder weg. So viele haben mal eine Grippe gehabt oder eine Erkältung und dann putzt man halt mal die Nase einmal mehr als sonst. Und nur für die älteren Leute ist das halt alles ein bisschen brenzlig hin und her, aber das sind ja andere Grippen auch und andere Sachen. Aber wegen diesem dreckigen Coronavirus drehen alle komplett durch mit ihren sinnlosen Hamsterkäufen. Die Welt wird immer dümmer, immer blöder und das wirkt sich jetzt auch noch so auf Pokémon aus, dass nicht nur die Safari-Zone abgesagt wird und verschoben wird, jetzt wird sogar ein Community Day abgesagt. Deswegen, ich meine, was wollen die denn noch? Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Dann erlaubt doch bitte das Spoofen, ganz normal, dann können die Leute zu Hause sitzen, Pokémon zocken, Raids machen von zu Hause aus, Eier brüten von zu Hause aus, Shinies fangen von zu Hause aus. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, ihr habt trotzdem eure Umsätze da, die Leute können zocken und so weiter und so fort. Aber jetzt sind C-Day-Absagen. Ich verstehe es nicht, mir fehlen echt die Worte. Jetzt habe ich mich schon gefreut, weil Crazy O und Prime, die kommen ja. Und habe ich gesagt, gut, die werde ich dazu bringen, dass sie den Z-Day mit mir spielen, dass wir Sonntag zusammen unterwegs sind. Und jetzt gibt's einfach keinen. Ich habe gedacht, wirklich, das wird ein tolles Video, wenn wir zusammen am Z-Day unterwegs sind. Fällt weg, ist schwachsinnig, aber schreibt ihr mal rein, was ihr davon haltet. Ist Quatsch, ist alles, ja, alles Mist. Wie immer jedes Mal in der Niantic. Richtig gute Sache. Ja, ihr wollt auf die Leute achten, die Gesundheit geht vor, sonst was, aber selbst mein Streetfood-Festival wurde abgesagt oder wird abgesagt. Ich sehe es schon kommen in Suhl. Ich war noch nie auf einem Streetfood-Festival, außer in Erfurt damals, nach der MAG. Und jetzt ist einmal eins hier in der Nähe und man freut sich und will dahin. Und dann wird einfach alles abgesagt und alles geht den Bach runter. Es kotzt mich an, Was mich nicht ankotzt, was ich aber die ganze Zeit vergessen habe, um mal den Umschwung zu machen zu was eher Positive, nachdem wir jetzt das Negative weg haben. Vor einiger Zeit gab es ja dieses, was war das eigentlich? Das Höhen-Event? Zurückkehr von, also zur Veröffentlichung von dem Pokémon-Film Mewtwo Strikes Back auf Netflix und so weiter, gab es ja eine Zeit lang dann diese Klon-Pokémon in Raids. Ach nee, das war der Geburtstag von Pokémon, so war das. Da gab es ja auch ein passendes Event dazu, wo wieder mal ganz viele Shinies dabei waren mit Partyhüten, die Klon-Pokémon dabei, besondere Raids, alles Mögliche. Und ich habe meinen Account ja dann nicht mehr gehabt, aber ich habe einen Screenshot gefunden vom letzten Tag des Events, wo ich eigentlich meine Ausbeute zeigen wollte für ein Video. Das habe ich jetzt gefunden, darüber möchte ich nochmal reden und generell über das Event, auch wenn es jetzt schon ein paar Tage her ist, weil ich fand das wirklich eins der coolsten Events seit langem. Man hat zwar gedacht, naja gut, es gibt nichts Neues, ihr habt dann hier die blöden Pikachu und Evoli mit neuen Partyhüten, ihr habt die Starter mit Partyhüten, ihr habt einen Gengar Nidorino Raid Day mit Partyhüten, die Shinies gab's aber alle schon vorher, ansonsten Klon-Pokémon im Raid als Starter Weiterentwicklungen. Es ist in dem Sinne jetzt aber auch nichts Neues, keine Ahnung, aber ich muss im Endeffekt sagen, das war eins der coolsten Events, Sachen, die es seit langem so gab, aber das hat viele Gründe. Erstmal wollte ich zeigen hier, ich habe also ein Pikachu mit Partyhut bekommen als Shiny. Ich habe ein Evoli mit Partyhut bekommen als Shiny. Zwischendurch habe ich mir noch einen Schneebedeck getauscht. Dann aus den Raids gab es ja die Starter,
als Shiny mit Partyhoo, da sind auch alle drei da, Bisasam, Shiki und Glumanda und den Raid Day mit Gengar und Nidorino, wo fast überall Nidorino gesessen hat und wenig Gengar da waren, bei uns zumindest, gab es ja auch ein Video, wo ich aber nur die 5 Pässe weggemacht habe, habe leider keinen Shiny bekommen, aber auf den anderen Accounts waren Shinies vorhanden. Und habe ich mir dann wieder rübergetauscht, alles Mögliche. Jetzt habe ich also Gengar vollständig gehabt, Nidorino vollständig gehabt, was man zum Glück ja nicht entwickeln konnte. Und neben diesen Shinies, die trotzdem in keiner Sammlung fehlen dürfen, gab es so coole Sachen. Zum Beispiel der Pogefreak Red hat ja auch geschrieben, seltener Gast. Da gab es einfach mal Nidoking wild als Spawn. Und nicht nur das, es sind so viele krasse Entwicklungen auch gespawnt. Hier seht ihr nochmal, wie diese Klon-Pokémon aussahen, also Bisaflor als Klon. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Bisaflor als Klon-Pokémon mit den vielen Flecken dabei. Hat auch Spaß gemacht, jedes Klon-Pokémon in einem extra Video zu würdigen, da rauszugehen, da zu raiden. Oder hier habt ihr einfach mal ein wildes Dragoran beim Kindergarten. Das ist auch richtig genial. Das sind wie früher, wo man einfach gesagt hat, boah, wildes Dragoran. Alle sind rausgerannt, sind ausgerastet. Seitdem gibt sowas gar nicht mehr irgendwie. Dieses Feeling von früher war zurück. Ihr habt plötzlich da ein wildes Nidoking gesehen, ein wildes Dragoran, mal ein wildes Relaxo, ein wildes Machomai. Keine Ahnung, was auf jeden Fall alles dabei war. Und da hat man richtig Bock gehabt, wirklich auch weite Strecken zu laufen, zu dem und dem Stop hin, weil man will das unbedingt haben. Sowas habe ich die ganze Zeit nicht gehabt. Ich habe ja meistens abends dann mal einen kleinen Stream gemacht vom Handy und gesagt, da unten im Stadtpark sitzt gerade das und das, da gehe ich jetzt hin, das will ich mitnehmen, das will ich fangen. Oder da oben sitzt das, da gehe ich hin, das muss ich fangen. Habe das dann immer so live übertragen. Aber das ist doch cool, einfach mal so ein wildes Dragoran mitgenommen. Gleichzeitig konntet ihr auch das Klon Pikachu bekommen. Aus der Fotobomb, da wieder jeden Tag was machen. Auch der Vorbelastet hat uns gezeigt hier ein wildes Dragoran. Der hat sich auch eins gegönnt. Der Bierbenny zeigt uns nochmal hier seinen Shiny, seinen Klon Glurak, was ich persönlich am coolsten fand von den Klon Pokémon. Da das eben aussah wie so ein Zebra, so ähnlich. Oder der Frank, auch gestern Abend wild gefangen, ein wildes Machomai mit 2618. Das ist doch cool, das ist doch genial. Das hat das Event einfach mal erfrischend anders gemacht, als wären es die Anfänge von Pokémon, wo man sich noch über bestimmte Spawns so dermaßen gefreut hat und gehypt war, dass alle dahin gerannt sind und das alle mitgenommen haben, wo man einfach mal was gepostet hat und gesagt, oh hier, guck da, richtig krasse Sache. Das gab es am Anfang, das war dann leider nicht mehr so. Irgendwie hat man ja dann auch die Entwicklungen meistens schon eher fangen können, als dass man die Grundstufe entwickeln konnte, gerade wenn neue Generationen eingeführt waren, was ich richtig dumm fand. Dann von vielen Sachen gibt es eigentlich gar keine Entwicklungen zu fangen. Da sieht man, von der ersten Generation gibt es eigentlich relativ viele Sachen, die ihr so auch wild fangen könnt. Und mir hat das ganze Event, dieser Geburtstag rund um das, um den Geburtstag von Pokémon, dieses Event, hat mir so viel Spaß gemacht eigentlich. Es war auf den ersten Blick viel, aber man konnte alles wirklich gut abarbeiten. Man hat ein paar Eier gebrütet, hat dann ein paar Shinies mitgenommen, hat ein bisschen so Pikachu und Evoli gejagt, man hat den Raid Day mitgenommen, man hat ein Klon-Pokémon nach dem anderen aus dem Raid auch gemacht. Es gab jeden Tag was zu tun, es gab immer was zu entdecken, immer was Cooles so. Das hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war sogar die Zeit, wo man auch dann 40 Geschenke öffnen konnte oder wie auch immer, ich weiß es gerade gar nicht. Das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsevents gewesen in letzter Zeit. Ansonsten ähneln sich viele Sachen ja immer, aber wir haben darüber noch gar nicht geredet. Das ist alles, weil der Account dann weg war und weil alles umgemodelt wurde, haben wir das verschwitzt. Die Ausbeute zu zeigen, darüber zu reden, wie gesagt, ist jetzt schon einige Zeit her, aber wie fandet ihr das Geburtstagsevent zu Pokémon Go? Und habt ihr natürlich den Pokémon-Film schon gesehen, Mewtwo Strikes Back? Den wollte ich letztens auch gucken, hab's noch nicht gemacht, aber ich habe den auf dem Schirm, den werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Habt ihr den Film schon gesehen? Und schreibt eure Meinung nochmal rein zu dem Event und was ihr euch sonst noch so als Event wünschen würdet.
was es in nächster Zeit dann geben sollte. Wir sind gespannt, mal gucken, wann das C-Day nachgeholt wird, was mit den Safari-Zonen wird, wie weit der ganze Schwachsinn mit dem Drecks-Coronavirus noch weitergeht. Also, es wird einfach immer schlimmer. Erlaubt den Leuten einfach zu spoofen, dann können alle einfach spielen, jeder hat das Gleiche und die gleichen Voraussetzungen, auch Leute, die sowieso, einer, der im Rollstuhl sitzt, ne, der würde doch auch lieber spoofen, gebt ihm doch die Chance, dass er da mitmachen kann. Oder ein Querschnittstierleben dann, ne? Oder einer ohne Kopf, ne? Wie will denn der spielen draußen? Der sieht doch nichts, wo er hinläuft. Erlaubt doch den Leuten zu spoofen. Nee, jetzt wird's aber Quatsch. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.